Hallo zusammen, Ben für Nextbit hier. Mich filmt gerade das iPhone 14 im Kinomodus in 4K. Das ist neu und ich gehe jetzt ein weiteres Feature testen, und zwar den neuen Action-Modus. Der Action-Modus stabilisiert. Ich weiß nicht, ob das jetzt alles wackelt und wobbelt, aber ich habe schon meine Jogging-Klamotten an und wir gehen jetzt zusammen auf eine Jogging-Tour durch das schöne herbstliche Berlin. Also auf geht's! Ungefähr die Halbzeit, ich glaube, das waren jetzt 7 Kilometer mit dem iPhone 14. Theoretisch könnte ich jetzt zweimal laufen, dann habe ich 14. Worüber ich kurz reden möchte, ist erstmal, dass mich jetzt der Kinomodus mit der Hauptkamera filmt. Die Qualität sollte ein bisschen besser sein, trotz der neuen Frontkamera. Worüber ich aber jetzt reden wollte, ist die Handhabung. Denn ehrlich gesagt, es ist ziemlich einfach mit dem iPhone. Man kann einfach über die Volume-Knöpfe, die Lauter-Leiser-Knöpfe, das Video starten, und da ich eigentlich weiß, dass das iPhone ziemlich gut von selbst arbeitet, bin ich gerade einfach gelaufen, zwischen das Handy rausgeholt, den Action-Modus angemacht und draufgehalten. Ich weiß noch nicht, wie die Videos aussehen, das gucken wir gleich zu Hause an, also geht es jetzt erstmal weiter. So, zurück. Es waren jetzt 11 Kilometer. Ich glaube, das reicht, um Aufnahmen zu haben. Und wie die geworden sind, schaue ich mir jetzt lieber mal am großen Monitor an. Und dann verrate ich euch, wie sie so geworden sind. Also, auf ins Büro. So, im Büro angekommen, frisch geduscht. Ich habe euch natürlich nicht mitgenommen, sitze ich gerade in dem Ort mit den vielleicht besten Lichtbedingungen, die ich kenne. Hier links sind zwei Fenster, vor mir ist eine Lampe, das heißt, jetzt sollte das Video wirklich unter den besten Lichtbedingungen sein. Ich filme immer noch im Kinomodus und war schon immer Fan des Kinomodus, deshalb habe ich mir auch das iPhone 13 Mini gekauft. Dass es den jetzt in 4K gibt, ist klasse. Ich bin echt, wie gesagt, nutze den viel für private Videos, weil es einfach immer echt schön aussieht. Wenn alles ein bisschen, und alles hier im Monitor, da ist noch ein Laptop, wenn alles ein bisschen unscharf ist, auch wenn es immer noch künstlich aussieht. Der Action-Modus ist neu, komplett neu, und man kennt es schon ein bisschen von Action-Cams. GoPro hat vor ein paar Jahren genauso einen Modus eigentlich eingeführt, ohne eine weitere optische Stabilisierung über einen Crop im Video. Eine elektronische Bildstabilisierung, ein EIS, falls ihr das irgendwo lest. Und Apple macht es gut, kann man einfach sagen. Es funktioniert. Gerade bei den Aufnahmen, wo ich mich gefilmt habe, hatte ich ein bisschen Sorge, weil es gibt oft so Wobble-Effekte, dass der Hintergrund auf einmal komplett verrückt spielt, weil ja, man hat quasi das Handy, man hat das Gesicht und im Hintergrund ist noch was und alles bewegt sich. Und ja, bei den Aufnahmen, wo ich mich selbst gefilmt habe und wie ein Trottel durch Berlin gelaufen bin, sah das gut aus, und vor allem ist der Crop, also der Zuschnitt des Videos, anders als beim Zenfone 9, was ich auch noch nicht getestet habe, das etwas Ähnliches bietet, ist gar nicht so dramatisch. Also man kann schon bei Selfie-Videos ungefähr gucken, ist es auf mir in der Mitte, und der Zuschnitt ist nicht allzu arg. Was immer ein bisschen nervt, wenn man ja gerne Selfie-Videos aufnimmt oder das einfach machen muss. Also, Fazit. iPhone 14 für Video. Es gibt doch was Gutes am iPhone 14. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare.
wie ihr dieses Video findet, wie ihr die Videos vom iPhone findet. Und ich würde vorschlagen, wir sehen uns einfach mal im nächsten Video, gucken, welches Smartphone mich dann filmt. Also, Daumen nach oben, bitte, und abonniert unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.